Wie finden Sie Ihre eigene Familie? Es gibt ja diesen Spruch, dass man sich Verwandtschaft nicht aussuchen kann. Und in meinem Leben habe ich viele Menschen kennengelernt, die sich am liebsten wünschen würden, in einer ganz anderen Familie aufzuwachsen oder zu sein. Andere wiederum sagen, dass es die beste Familie ist, die man sich nur vorstellen kann auf diesem Planeten. Und manchmal hat es den Eindruck, dass es mit Zufall, Glück oder Pech zu tun hat, in welche Familie man hineingeboren wird. Der eine erlebt das größte Drama in seiner eigenen Familie, der andere die größte Glückseligkeit, die man sich nur auf dieser Welt vorstellen kann. Familie. Die Bibel ist voller Geschichten, Familiengeschichten. Von Anfang bis zum Ende dieses Buches werden Familienkonstellationen beschrieben, schonungslos, offen. Da wird nichts verschönert, sondern da wird die pure Realität eines Familienlebens beschrieben. Adam und Eva gründen eine Familie. Wussten Sie, dass Jesus Christus, als er auf dieser Welt gewesen ist, neben seiner Mutter und neben seinem Vater auch Brüdern und Schwestern hatte? Also eine Familie. Und es ist hochspannend, darüber nachzudenken, wie Jesus Christus auf diesem Planeten mit seiner Familie umgegangen ist. Nun möchte ich aber tausend Jahre vor Christus zurückgehen, mit Ihnen zusammen und uns kurz mal die Geschichte von König David anschauen und seiner Familie. Wenn es etwas Tragisches gibt in einer Familie, wie ich finde, ist es immer dann, wenn Eltern ihre Kinder beerdigen müssen. Wir sind nicht so geschaffen und das fühlt sich nicht richtig an. Und es ist nicht gut, wenn Kinder vor den Eltern sterben. Aber trotzdem gehört das manchmal auch zur Realität dieses Lebens hier dazu, dass Kinder vor ihren Eltern sterben müssen. Und so eine Szene wurde im zweiten Buch Samuel im Alten Testament, im 19. Kapitel festgehalten. Eine Szene, wo König David, Erfährt, dass sein Sohn, Absalom hieß er, gestorben ist. Die Umstände werde ich Ihnen gleich erklären, aber ich möchte Ihnen gerne diese Szene vorlesen, wo David erfährt, dass sein Sohn gestorben ist. Im 19. Kapitel, im ersten Vers, steht geschrieben: Da schrak der König zusammen und er stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und weinte. Und so rief er im Gehen, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Es ist ein tragischer Moment, wenn wir jemanden verlieren aus unserer Familie. Es ist tragisch, wenn etwas passiert, was wir nicht mehr unter Kontrolle haben können, aber ganz besonders tragisch ist es, wenn Eltern ihre Kinder verlieren. Nun ist das das Ende dieser Familiengeschichte in Bezug auf Absalom und davor ist einiges passiert. Und ich möchte Sie mit in diese Geschichte nehmen, damit Sie verstehen können, warum es dazu gekommen ist, dass David, König David, seinen Sohn Absalom beweinen muss. Einige Kapitel zuvor, wenn man zurückgeht im zweiten Buch Absalom, ins 13. Kapitel, also sechs Kapitel zurück, dort fängt die Geschichte erstmal ganz harmlos an. Dort wird beschrieben, wie dieser Absalom, dieser Sohn des Königs, dieser Prinz, eine Schwester hatte, die wunderschön gewesen sein muss. Im 13. Kapitel, im ersten Vers, steht geschrieben: Und es geschah danach, Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester. Ihr Name war Tamar. So beginnt dieses Kapitel und wir bekommen einen kleinen Einblick in diese Königsfamilie, in diese Dynastie, die. Israel prägen wird für viele Jahre darüber hinaus. Und dieser Sohn Absalom mit seiner Schwester Tamar, sie haben einen Halbbruder. Wissen Sie, damals war das so, dass Könige nicht nur eine Frau hatten oder zwei, sondern mehrere. Manchmal sogar mehrere Dutzend, manchmal sogar mehrere hundert. Aber in diesem Fall waren es tatsächlich mehrere und dieser König David hat neben diesem Absalom und neben dieser Tamar noch einen anderen Sohn und der hieß Amnon. Und dieser Amnon ist der Erstgeborene, sollte eigentlich der Thronfolger sein, derjenige, mit dem man alles besprochen hat, den man hinzugezogen hat zu den ganzen großen Entscheidungen im Königreich. Und dieser Amnon verguckt sich in seine eigene Schwester Tamar. Es wird uns ja berichtet, dass sie wunderschön gewesen ist. Und Amnon sieht sie, verliebt sich und möchte unbedingt in ihrer Nähe sein. Aber offensichtlich ist das nicht möglich. Und so bekommt er eine seltsame Idee und offensichtlich will er ihr unbedingt nahe sein und er macht Folgendes. Im 13. Kapitel, das können Sie gerne nachlesen, wird beschrieben, wie er sich krank stellt. Er liegt zu Hause, simuliert eine Grippe oder was weiß ich vor und man hört, dass er krank ist und der König hört, dass er krank ist und er fragt, wie jeder Vater sein Kind nachfragen würde, ob er ihm was Gutes tun kann. Und Amnon hat eine tolle Idee. Amnon denkt, wenn Tamar zu ihm nach Hause kommen würde und für ihn etwas vorbereiten würde, etwas kochen würde, was ihm schmeckt, dass es ihm auf einmal besser gehen wird. Gesagt getan, König David geht zu seiner Tochter, sagt, geh zu deinem Halbbruder Amnon. Er liegt krank zu Hause. Mach ihm etwas von dem besonderen Kuchen, den du machen kannst. Kümmere dich ein bisschen um ihn, damit es ihm wieder besser gehen kann. Und was so harmlos erstmal erscheint, wo wir denken, das ist alltäglich eine ganz normale Situation in einer Familie, eine Schwester hilft einem Bruder, entwickelt sich zu einer Katastrophe in dieser Königsfamilie. Denn Amnon will nicht nur Kuchen, Amnon möchte seine Halbschwester haben. Und was dort passiert, passiert leider Gottes in so vielen Haushalten in Deutschland und weltweit. Es kommt zum Missbrauch. Tamar kommt zu ihm nach Hause, sie bereitet ihm etwas vor und Amnon schickt alle Leute raus aus diesem Haus und fällt über seine Schwester her, vergewaltigt sie und lässt sie links liegen. Das 13. Kapitel beschreibt es schonungslos an dieser Stelle und im 14. Vers steht folgendes geschrieben. Er aber wollte nicht auf ihre Stimme hören, als sie sich gewehrt hat und er überwältigte sie und tat ihr Gewalt an und lag bei ihr. Dann aber hasste Amnon sie mit sehr großem Hass. Amnon ist wie verrückt. Er kann sich nicht mehr kontrollieren. Er springt über sie her, vergewaltigt seine Halbschwester und als er fertig ist, schmeißt er sie aus dem Haus. Sie versucht noch alles zu retten und sie versucht es geheim zu halten und versucht ihn zu überreden, dass er sie vielleicht heiraten möge, weil... Es dann vielleicht besser wäre, aber Amnon hat keine Lust mehr auf Tamar. Und es wird beschrieben, dass im, letzten, im 19. Vers, dass sie rausrennt, dass sie wegrennt, sie zerreißt ihren bunten Leibrock, steht dort geschrieben, den sie anhatte, und legte ihre Hand auf ihren Kopf und lief schreiend davon. Und wissen Sie, wo sie hingelaufen ist? Sie ist interessanterweise nicht zu ihren Eltern gelaufen, sondern zu ihrem Bruder. Den 20. Vers steht geschrieben, und ihr Bruder Absalom sagte zu ihr, war dein Bruder, dein Halbbruder Amnon nicht bei dir? Nun denn, meine Schwester, schweig still, er ist dein Bruder, nimm dir diese Sache nicht so zu Herzen. Da blieb Tamar, und zwar einsam, im Haus ihres Bruders Absalom. Und als König David all diese Dinge hörte, wurde er zornig. Absalom aber redete mit Amnon weder Böses noch Gutes, denn Absalom hasste seinen Bruder Amnon deshalb, weil er seiner Schwester Tamar Gewalt angetan hatte. Ich weiß nicht, ob es eine größere Katastrophe innerhalb einer Familie geben kann, aber ich glaube, dass es nicht vieles gibt, was das hier übertreffen kann. Ein Bruder vergewaltigt seine Schwester. Und alle schweigen. Keiner redet darüber. Es wird zwar berichtet, dass der König David sehr zornig gewesen ist, aber an keiner Stelle wird erklärt, dass er irgendwas unternommen hat. Es wird nicht erklärt, dass Tamar geholfen wird. Es wird nicht erklärt, dass Amnon zur Rechenschaft gezogen wird. Alles, was uns dieser Text sagt, dass diese Familie, wie so viele Familien in Deutschland, einfach ein Deckmantel drüber streift und keiner mehr drüber redet. Oftmals ist es so, dass in einer Familiengeschichte, wo eine Katastrophe passiert, dass wir eine Reaktion haben, nämlich dass wir einfach still sind. Wir sagen kein einziges Wort. Wir vermeiden das. Und ich weiß nicht, ob es bei Ihnen so ist, aber es gibt so viele Familien, wo man ganz genau weiß, dass in der Vergangenheit etwas vorgefallen ist. Da gibt es diesen einen Onkel, da gibt es diesen einen Halbbruder, da gibt es die eine Tante, irgendetwas in der Vergangenheit. Und irgendwann mal bei Familienfesten, wenn man zusammensitzt, alle wissen davon, aber keiner redet davon. Manchmal ist es die natürliche Reaktion, weil wir einfach nicht wissen, wie wir mit Katastrophen umgehen sollen in unserer Gesellschaft. Wer soll es sein, der die Leute jetzt konfrontiert? Wer soll uns helfen, wenn so etwas passiert innerhalb unserer Familie? Aber was verheerend ist, einfach die Tatsache, dass zwar die Familie weiter existiert, aber Tamar für immer verschwindet. Der biblische Text erwähnt sie nie wieder. Sie kommt nie wieder zu Wort. Sie wird nie wieder auftauchen. Sie wird nie wieder Gerechtigkeit bekommen. Tamar ist verschwunden, weil alle still gewesen sind. Aber der Bruder Absalom hat Pläne. Der Bruder Absalom hat Pläne, er will sich rächen, er will einfach nicht still sein, obwohl das jetzt anscheinend sein muss. Aber wenn der König David nicht sich darum kümmert, dann muss er selbst die Sachen in die Hand nehmen. Monate vergehen, Monate vergehen, keiner redet mehr darüber. Leute haben sich damit arrangiert, das Leben geht weiter, aber nicht für Absalom. Und so plant Absalom eine kleine Feier. Er lädt all seine Cousins, all seine Brüder, all seine Verwandten ein und sie feiern ein großes Fest. Und bei diesem Fest kann er es nicht mehr aushalten. Er befiehlt seinen Leuten, dass sie was tun, dass sie die Schwester rächen und Amnon töten. Und so endet das Leben von Amnon genau hier an dieser Stelle völlig unverhofft. Einfach so, ohne dass jemals jemand darüber geredet hat. Amnon ist weg. Und jetzt würde man denken, okay, Gerechtigkeit ist vielleicht widerfahren. Trotzdem ist Tamar nicht wiedergekommen. Und trotzdem gibt es kein Glück mehr in dieser Familie. Denn offensichtlich wurden hier Fakten geschaffen, bevor man etwas getan hat. König David steht wieder vor einer neuen Katastrophe. Nicht nur, dass seine Tochter vergewaltigt wurde, jetzt hat sogar ein Bruder, einen Halbbruder getötet. Und er muss damit irgendwie umgehen. Aber er ist schon wieder inkonsequent. Er weiß nicht, was er tun soll und was passiert. Absalom flieht. Der Mörder seines Bruders flieht zu seinen Schwiegereltern in ein anderes Land. Und im 38. Kapitel steht, äh, Vers steht genau das geschrieben. Absalom war geflohen. Dort blieb er drei Jahre. Und nicht nur das Tamar verschwindet, nicht nur das Amnon getötet ist, sondern auch Absalom verschwindet. Und genau das passiert mit... Situationen mit Menschen, denen Ungerechtigkeit widerfährt im Leben und wo kein Mensch sich darum schert, keiner versucht, diese Problematik aufzunehmen, dass Menschen gar keine andere Wahl haben, als in die Isolation zu gehen. Wie viele Menschen isolieren sich von ihren Familien, gehen einfach, verschwinden, weil etwas passiert ist, vorgefallen ist in der Vergangenheit, das sie nicht mehr kontrollieren können. Etwas, wovon sie hoffen, dass sich das bessern wird, wenn sie gehen, wenn sie sich isolieren und einfach verschwinden. Aber wir wissen alles. Wir wissen alles, dass den Kopf in den Sand zu stecken und einfach zu gehen, zu fliehen, sich nicht mit Dingen zu konfrontieren, uns vielleicht über Jahre hinweg leben lässt, aber innerlich nicht richtigen Frieden geben kann. Und wie viele Familien gibt es, die genau daran scheitern, weil Dinge unausgesprochen geblieben sind, weil Dinge nicht repariert wurden, wo man sich damit arrangiert hat, sich einfach zu isolieren, zu gehen und sich der ganzen Sache zu entziehen. Was dann passiert, ist aber interessant. Drei Jahre vergehen. Absalom ist weg vom Fenster. Das Leben in Jerusalem, in dieser Königsfamilie geht irgendwie weiter, aber das Herz von König David ist immer noch traurig. Und es wird beschrieben in den ganzen 14. Kapitel, wie er an seinen Sohn denkt. Und die Dinge sind noch nicht geregelt, die sind unausgesprochen geblieben. Und er sorgt dafür, dass dieser Absalom nach Hause kommt. Und im 14. Kapitel, da gibt es einen ganz interessanten Text, im 24. Vers, da passiert etwas, was kein Mensch irgendwie versteht. Ich habe alle möglichen Kommentare und Theologen dazu gelesen, die es da gibt, aber keiner kann mir diese Frage beantworten, warum das hier passiert. Im 24. Vers steht Folgendes geschrieben. Da sagte der König, er, also sein Sohn Absalom, soll zu seinem Haus kommen, mein Gesicht soll er aber nicht sehen. Da wandte sich Absalom zu seinem Haus und das Angesicht des Königs sah er nicht. Und wissen Sie wie lange? Nicht eine Woche oder nicht einen Monat, damit man sich erst aneinander wieder gewöhnt. Nicht nur für ein Wochenende, sondern für zwei volle Jahre wird beschrieben, dass die beiden sich aus dem Weg gehen. Nun müssen Sie wissen, Jerusalem war nicht New York oder eine riesengroße Metropole, wo man sich problemlos über mehrere Jahre aus dem Weg gehen kann. Jerusalem zu der damaligen Zeit, 3000 Jahre zurück, war eine relativ kleine Stadt. Man musste sich zwangsläufig über den Weg gehen. Man musste sich treffen, früher oder später. Aber offensichtlich hat es diese Königsfamilie geschafft, sich so zu arrangieren, dass König und Sohn sich nicht treffen. Kennen Sie das vielleicht von Ihren Familien auch? Dass sie vorsichtig arrangieren, mit wem sie sich wann vielleicht treffen oder wen sie vielleicht überhaupt nicht sehen wollen aus der Familie. Und alles dreht sich darum, wie kann man dieses Treffen vermeiden, wie kann man diesen Geburtstag umgehen, wie kann man dafür sorgen, dass man einer bestimmten Person nicht begegnet. Und die zwei machen das genauso. Was dann passiert, wenn es still gewesen ist, wenn Menschen sich isolieren, ist es, dass wir uns irgendwann mal, irgendwann mal mit der ganzen Sache äh, arrangieren. Wir ignorieren einfach diese Dinge. als hätte sie nie gegeben. Irgendwann mal ist der Zug abgefahren. Irgendwann mal ist es so lange zurück und es bringt jetzt nichts, Dinge wieder hochzuholen, die 10, 20 Jahre in der Vergangenheit liegen. Was soll das jetzt? Und so ignorieren wir manche Zustände in unseren Familien. Wir leben so weiter, als hätte sie nie gegeben. Aber innerlich, innerlich ist es nicht das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Wir können offensichtlich Dazu sind wir in der Lage. Unser Leben lang Dinge ignorieren, die uns widerfahren sind oder die wir anderen angetan haben. Und es scheint so zu sein, als wären alle anderen drumherum glücklich darüber, wenn wir manche Dinge ignorieren. Aber der Schreiber von diesem Bericht, er will uns daran erinnern, dass das Ding noch lange nicht vergessen ist. Dort wird beschrieben im 27. Vers, dass dieser Sohn, dieser Absalom, der seine Schwester gerecht hat, dass er auch mittlerweile eine Familie gegründet hat. Und hören Sie mal, was der Schreiber uns sagen möchte. Und dem Absalom wurden drei Söhne geboren und eine Tochter. Und wissen Sie, wie er seine Tochter genannt hat? Genau, Sie ahnen es, nach seiner Schwester. Ihr Name war Tamar. Und der Schreiber, damit er uns erinnert, dass die Sache nicht vergessen ist, sagt, sie war eine Frau, von schönem Aussehen. Eine wertlose Information erstmal, aber nicht wertlos, wenn wir daran denken, dass auch die Tante wunderschön gewesen ist. Also, was dieser Text uns sagt, die Familie hat sich damit arrangiert, der Staat hat sich damit arrangiert, alle wissen von dieser Geschichte, dass sie in der Vergangenheit stattgefunden hat, aber keiner möchte darüber reden. Aber alle denken daran, wenn sie dieses kleine Mädchen sehen. Wie heißt die kleine Tochter Tamar? Aha, und sofort wissen alle, vor drei Jahren ist genau das und das passiert. Zwei Jahre lang ist Absalom in dieser Stadt. Sein Vater ignoriert ihn. Offensichtlich kann er ihn nicht vor die Augen treten. Offensichtlich tut es ihm leid, dass er so inkonsequent gewesen ist. Es gibt keine Lösung für diese Familie und sie helfen sich alle dadurch, dass sie sich gegenseitig ignorieren. Und Absalom hält das nicht mehr länger aus. Er hält das nicht mehr länger aus und er will Aufmerksamkeit. Er will endlich seinen Vater sehen. Er will die Sachen klären. Aber er weiß nicht wie. Und so kommt er auf eine dumme Idee. Er zündet Felder an, randaliert, steckt Felder in Brand von einem General der Armee dort. So wird es im 14. Kapitel geschrieben. Und er bringt die ganze Sache zur Eskalation. Man hat manchmal den Eindruck, dass wenn die Sache eskaliert ist, dass es dann kein Zurück mehr gibt. Und manchmal ist es so, dass wenn ich mich mit Menschen unterhalte und wenn sie sich dann junge Menschen anschauen, die blöde Dinge tun in ihrem Leben, ganz schlechte Entscheidungen treffen oder sich selbst etwas antun, alle schütteln mit dem Kopf und alle sagen: Wie können sie so etwas machen? Warum tun sie diese Dinge? Keiner stellt aber die Frage: Warum tun sie diese Dinge, die sie tun? Und nicht selten ist es so dass wir Menschen dumme Dinge tun, schlechte Entscheidungen treffen, weil wir es zu einer Eskalation bringen wollen. Wir wollen Aufmerksamkeit. Wir wollen nicht, dass Stillschweigen vereinbart wird. Wir wollen nicht, dass wir uns isolieren. Wir wollen nicht, dass das ignoriert ist, was uns angetan wurde vielleicht. Wir wollen, dass die Welt auf uns schaut und sieht, was passiert ist. Dass es jemand ausspricht, dass jemand etwas sagt, sich darum kümmert. Und manchmal haben wir gar keine anderen Wege oder Mittel oder Fähigkeiten, als es zu einer Eskalation zu führen. Und tatsächlich, nach dieser Eskalation, nach dieser Randale, nach diesem Brand, den er dort gelegt hat, kommt der König David nach zwei Jahren auf die Idee und sagt, okay, ich möchte meinen Sohn Absalom wiedersehen. Der letzte Vers in diesem 14. Kapitel, der 33. beschreibt, dass sie zusammenkommen, dass sie sich umarmen, dass sie sich küssen und dass, so würde man hoffen, es endlich ein Happy End gibt. Aber die Bibel ist kein Märchenbuch, was uns am Ende entlässt mit einem Happy End, sondern es ist ein Bericht über eine Familie, der wahrheitsbetreu versucht, das zu beschreiben, was tatsächlich passiert ist. Und wenn diese Episode an diesem Moment so positiv ausgegangen ist, ändert es aber nichts an der Tatsache dass offensichtlich für diese Familie der Zug schon längst abgefahren ist. Absalom hat die Aufmerksamkeit seines Vaters wiedergewonnen. Er hat offensichtlich sich aus der Isolation befreien können, aber die Dinge wurden nicht geklärt. Und von diesem Moment an gehen der Sohn Absalom und der Vater David zwei verschiedene Wege. Die Misskunst wächst immer mehr und dieser Sohn Absalom, der wirklich etwas gewesen ist, was wir als Opfer beschreiben könnten. Jemand, der isoliert wurde, entwickelt sich zu einem destruktiven Menschen. Er macht Dinge, die unbeschreiblich sind, schlecht, böse. Der wendet sich völlig gegen seinen Vater, gegen die Familie. Er versucht, die Macht zu übernehmen, macht ethisch und moralisch falsche Entscheidungen. Er lässt sich gehen, würden wir manchmal sagen. Und wir entfernen uns immer mehr von diesem Absalom, den wir so sympathisiert haben, weil er sich so für seine Schwester eingesetzt hat. Irgendwann mal kommt es genau zu diesem Moment, den wir am Anfang gelesen haben. Irgendwann mal ist die Sache so eskaliert dass es zu einem Krieg gekommen ist, so beschreibt es die 17. und 18. Kapitel, ein Krieg zwischen Sohn und Vater mit zwei verschiedenen Armeen. Und der Vater versucht sich dem zu entziehen, er möchte nicht gegen seinen Sohn kämpfen. Und bevor es zu diesem letzten Kampf geht, in diesen Wäldern, wo Absalom dann sterben wird, sagt er zu all seinen Generälen, zu seinen Soldaten, tut alles, aber tut bitte meinem Sohn nicht. Seid zärtlich zu ihm, steht es in der Originalsprache im Alten Testament. Krümmt ihm kein Haar. Aber im Krieg gibt es keine Zeit für Sentimentalitäten und für irgendwelche Gnadenmomente. Absalom stirbt auf eine grausame Art und Weise. Das können Sie im 18. Kapitel nachlesen. Und David hört, dass sein Sohn gestorben ist. Und da schrak der König zusammen und er stieg hinauf ins Obergemach und weinte. Und so rief er im Gehen, mein Sohn Absalom, mein Sohn. Mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Am Ende einer solchen Geschichte ist es nicht selten, dass es in einer Katastrophe landet. Wie viele Familiengeschichten kennen wir, die so geendet haben? Wie viele Menschen kennen wir, die geflohen sind, die Dinge nicht mehr unter Kontrolle haben konnten, weil all diese Dinge, all diese Prozesse stattgefunden haben? Und offensichtlich an keiner einzigen Stelle irgendwann mal jemand angehalten hat und gesagt hat, wir müssen die Dinge anpacken. Absalom ist weg. David ist am Boden zerstört. Nicht nur, weil sein Sohn gestorben ist, natürlich deswegen. Aber weil ihm jetzt bewusst wird, dass es keine einzige Gelegenheit mehr geben wird, um die Dinge richtig zu machen. Ich weiß nicht, wie oft David zurückgedacht hat an sein Leben mit seinem Sohn. An die Zeit, wo er geboren ist, wo er ein kleines Baby war, wo er ein Junge war, wo er rumgekrabbelt hat und ein Teenager wurde, wo alles noch gut war, wo alles noch unschuldig gewesen ist. Ich weiß nicht, wie oft er sich selbst verflucht hat, dass er an den einen oder anderen Stellen nicht eingegriffen hat, dass er nicht konsequent gewesen ist, dass er vielleicht weniger stur gewesen ist oder mutiger gewesen wäre, Dinge anzupacken, Dinge auszusprechen, Entscheidungen zu treffen. Aber jetzt ist ihm bewusst, dass es vorbei ist. Absalom kommt nicht mehr wieder. Er wird die Dinge nicht mehr reparieren können. Und wenn Sie die Königsgeschichte von David am Ende lesen, dann werden Sie einen gebrochenen Mann am Ende seines Lebens sehen, wie er im Sterbebett liegt und er sich selbst nicht verzeihen kann, was er dort verbockt hat in seinem Leben in früherer Vergangenheit. Ich möchte Sie ermutigen. Ich weiß nicht, wie Ihre Familiengeschichte aussieht, ob Sie in einer super tollen Familie leben oder in einer, die Sie vielleicht auswechseln würden. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht nachempfinden können, was wir mit dieser Königsfamilie hier gerade durchgesprochen haben. Vielleicht sind Sie gerade in einer Situation, wo alle um sich herum still sind. Vielleicht sind Sie gerade in der Situation, wo Sie sich isolieren oder wo sich alle damit arrangiert haben, dass es Dinge gibt, die man besser ruhen lässt. Vielleicht ist es gerade in einer Eskalationsphase oder vielleicht erleben Sie gerade eine Katastrophe. Die Geschichte von König David und seiner Familie zeigt uns, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, an den verschiedensten Stellen einzugreifen, Dinge auszusprechen, wenn man ein bisschen mutiger gewesen wäre. Wir haben lesen können, dass es so viele Momente gegeben hat, die man hätte gerade rücken können, wenn man ein bisschen mehr Mut gehabt hätte, aufeinander zuzugehen. Und deswegen möchte ich Sie ermutigen, dass Sie nicht aufgeben, dass Sie sich nicht zurückziehen, dass Sie sich nicht isolieren, dass Sie nicht akzeptieren, dass es manche Dinge gibt, die man für immer verschweigt und für immer einfach im Dunkeln lässt. Denn offensichtlich ist es so, dass man damit nicht glücklich werden kann. Ich wünsche Ihnen vom ganzen Herzen eine glückliche Familie. Aber noch mehr wünsche ich Ihnen Mut, dass Sie Dinge ansprechen können dort, wo man Sie gerne stillhalten möchte. Ich möchte gerne für Sie beten. Lieber Vater im Himmel, ich... Bitte jetzt für all diese Menschen, die, die sich wiedergefunden haben in dieser Geschichte von David und Absalom. Ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen es gibt, die einfach sich isoliert haben, die in der Stille leben, wo sich das Umfeld einfach arrangiert hat, dass es Dinge gibt in der Vergangenheit, die man lieber ruhen lässt. Lieber Gott im Himmel, ich bitte dich für die unglücklichen Menschen, für diejenigen, denen Schlimmes widerfahren ist, die keine Stimme haben in der Familie, die sich nicht ausdrücken können für all diejenigen, denen man nicht zuhört. Ich bitte dich um Heilung dort, wo Verletzungen geschehen in unseren Familien. Ich bitte dich um Glück dort, wo Unglück passiert. Ich bitte dich einfach um deinen Segen für all diese vielen Menschen, die in den Familien leben, aber es manchmal nicht auf die Reihe bekommen. Lieber Vater, schenk uns Mut. Schenk uns Mut, dass wir uns nicht ignorieren, sondern dass wir Gelegenheiten am Schopf verpacken und Dinge aussprechen und Dinge reparieren, dass wir uns Heilung zusprechen und dass wir gemeinsam zu einer Familie werden können, die gut ist, in der wir gerne sind. Danke, dass du uns Menschen an unsere Seite stellst. Danke, dass wir lieben können, dass wir gemeinschaftlich leben können. Aber ich bitte dich um Heilung, um viel Heilung dort, wo Verletzungen entstanden sind. Danke für alles, was du uns gibst. Amen.